Willkommen zurück. Du bist bereits mit den Funktionsgleichungen der linearen und der quadratischen Funktion vertraut. Dieses Vorwissen werden wir im Zuge dieses Videos benötigen und sichern. Am Ende dieses Videos wirst du auch die Funktionsgleichung der Exponentialfunktion kennen und weiters wirst du wissen, welche Vorgänge wir mit Hilfe der Exponentialfunktion modellieren können. Ich werde im Zuge dieses Videos einige Male die Begriffe unabhängige Variable und Parameter verwenden. In den Funktionsgleichungen werde ich die unabhängige Variable immer gelb markieren und die Parameter mit einer Wellenlinie unterstreichen. Wir betrachten zunächst die Funktionsgleichung einer linearen Funktion. Diese lautet f von x ist gleich k mal x plus d. Die unabhängige Variable, also das x, hat einen linearen Zusammenhang zu unserer abhängigen Variable, also dem Funktionswert. Da ein linearer Zusammenhang zwischen unabhängiger und abhängiger Variable besteht, bezeichnen wir die Funktion als lineare Funktion. Die Parameter k und d beeinflussen unsere Funktion. Das k bezeichnen wir, wie du bereits weißt, als Steigung und sie beschreibt, wie steil die Funktion nach oben oder auch nach unten zeigt. Das d gibt die Höhe des Schnittpunktes zwischen Funktion und y-Achse an. Du kannst dir das d grafisch als eine Verschiebung der Funktion nach oben oder nach unten vorstellen. Überlege dir nun bitte selbstständig zumindest einen Vorgang, den wir mit Hilfe einer linearen Funktion modellieren können. Pausiere dazu das Video. Beispiele für Vorgänge, die wir mit Hilfe von linearen Funktionen modellieren können, sind Tarife und die Kostenrechnung oder auch das Umrechnen von Einheiten, wenn man zum Beispiel Grad Celsius in Grad Fahrenheit umrechnen will. Im nächsten Schritt betrachten wir zur Wiederholung nochmal die Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion. Diese hat die Form f von x ist gleich a mal x hoch 2 plus b mal x plus c. In dieser Funktion kommt die unabhängige Variable x gleich 2 mal vor. Dabei ist die höchste Potenz, mit der die unabhängige Variable vorkommt, die zweite Potenz. Also wir haben hier vorne a mal x hoch 2 stehen. Aus diesem Grund herrscht ein quadratischer Zusammenhang zwischen unserer unabhängigen und unserer abhängigen Variable. Aus diesem Grund bezeichnen wir die Funktion als quadratische Funktion. Die Parameter a, b und c beeinflussen wiederum unsere Funktion. Das a sorgt dabei für eine Stauchung oder Streckung der Parabel und kann diese auch über die x-Achse spiegeln. Das c ist wieder die Höhe des Schnittpunktes zwischen Funktion und y-Achse, genau wie das d bei der linearen Funktion. Leider ist es gar nicht so einfach zu erklären, wie das b die quadratische Funktion beeinflusst. Aus diesem Grund schreibt man die quadratische Funktion auch sehr gerne mit der Scheitelpunktform. Wenn du dir dabei noch unsicher bist, dann wirf bitte einen Blick auf das Arbeitsblatt quadratische Funktionen. Dazu gibt es ebenfalls bereits sehr gute Videos. Überlege dir nun selbstständig, welche Vorgänge wir mit Hilfe von quadratischen Funktionen modellieren können. Pausiere dazu erneut das Video. Mit Hilfe von quadratischen Funktionen können wir zum Beispiel Wurfparabeln oder auch Gewinnfunktionen modellieren. Nun kommen wir endlich zum eigentlichen Thema unseres Arbeitsblattes, der Exponentialfunktion. Dazu werfen wir nun einen Blick in das Fenster oben. Die Exponentialfunktion, also die Gleichung der Exponentialfunktion, lautet f von x ist gleich c mal a hoch x. Wir finden also unsere unabhängige Variable hier im Exponenten. Aus diesem Grund herrscht ein exponentieller Zusammenhang zwischen unserer unabhängigen und unserer abhängigen Variable und aus diesem Grund nennen wir die Funktion Exponentialfunktion. Die Parameter c und a beeinflussen unsere Funktion. Wie diese die Funktion exakt beeinflussen, werden wir im Zuge von weiteren Videos noch genauer erfahren. Die Exponentialfunktion ist ein unglaublich nützliches Werkzeug. Sie erlaubt uns, Vorgänge mathematisch zu beschreiben, die wir bis jetzt noch nicht beschreiben konnten. Beispiele hierfür sind der radioaktive Zerfall
oder auch die Ausbreitung von Viren, wie es derzeit zum Beispiel bei Covid-19 der Fall ist. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es weiter mit dem Arbeitsblatt Exponentialfunktionen.